Ich bin hier auf der Orgelempore von der ehemaligen Sonnholz-Orgel. Und zwar ist das eine Barock-Orgel von 1751 gewesen, von Gottfried Sonnholz, der damals ein sehr, sehr berühmter Orgelbauer war. Und wir wissen leider absolut nicht, wie die damalige Disposition war. Aber ich bin mir sicher, sie war herrlich. Und es ist absolut traurig, dass wir diese Orgel nicht mehr haben. Aber alleine an diesem Prospekt kann man sehen, dass es, ich bin mir sicher, eine fantastische Orgel war. Und Sonnholz hat mit dieser Orgel von 1751 bewusst kein Rückpositiv in die Brüstung eingebaut. Das war auch bemerkenswert und etwas Neues. Und hinter der Brüstung wölbt sich nun hier auf der Westempore dieser herrliche Prospekt, der nun stumm ist. Das heißt, die Prospektpfeifen dieses Barockgehäuses sind leider stumm. Wir haben nun ein völlig anderes Werk hier hinter. Die Orgel war nämlich dann in keinem guten Zustand mehr über die Zeit und Jahre und Jahrzehnte. Und im 19. Jahrhundert wurde dann überlegt, ja, was machen wir? Und dann wurde ein Neubau beschlossen. Und der Orgelbauer Svoboda aus Wien hat dann am meisten überzeugt. Und 1903 baute er hier nun also eine pneumatische Orgel mit 34 Registern, 3 Manualen und Pedal. Also ein völlig neues Instrument und hat natürlich auch den Zeitgeist angepasst. Aber auch diese Orgel hat natürlich jetzt nicht für immer gehalten und hat jetzt noch einige krasse Veränderungen durchmachen müssen. Auch deswegen, weil die Pneumatik dann in keinem guten Zustand mehr war. 1939 bis 1948 hat dann Johann Michael Kaufmann aus Wien die Orgel saniert. Und es kamen noch einige andere nach ihm. 2005 hat die Firma Walker Meier die Orgel erneut noch einmal saniert mit Elektromagneten. Die Orgel muss jetzt dringend wieder saniert werden und am besten wäre es, wenn sie in den historischen Zustand von 1903 zurückgeführt werden könnte. Oder am allerschönsten wäre es natürlich, wenn sie in den ganz Originalzustand zurückgeführt werden könnte. Das ist aber wahrscheinlich nicht möglich, da wir nicht wissen, was für eine Disposition hier war. Das müssten Experten dann mit anderen Sonnholzorgeln abgleichen, was wir da noch haben und wissen. Ich finde auch einfach, dieser Schmuck ist einfach wunderschön. Und da waren wirklich fantastische Künstler am Werk. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man Organisten hier antrifft, die hier schon seit Jahren spielen und überhaupt nicht wissen, dass das hier eigentlich eine Sonnholzorgel ist. Die das Wort noch nie, den Namen noch nie gehört haben. Und ich finde die Orgel so, wie sie ist, wunderschön in dieser fantastischen Akustik. Aber natürlich ist es wahrscheinlich noch mal was ganz anderes früher gewesen, als es jetzt ist. Das liegt an der Zerbrechlichkeit von Orgeln, dass sie immer wieder gepflegt werden müssen, was manche einfach nicht tun. Und bis es zu spät ist und man einen Neubau veranlassen muss, beziehungsweise auch an dem sich ständig wechselnden Zeitgeist, den haben wir ja heute auch. Der Zeitgeist heute ist möglichst riesig, möglichst groß, möglichst monströs, ganz viele Manuale, mindestens 5, am besten 10. Das ist der Zeitgeist von heute, diese monströsen, angeblich monströsen Orgeln. Letztendlich bleibt eine Orgel immer ein Musikinstrument, immer etwas Zerbrechliches. Auch wenn manche sagen, die Orgel ist nicht dynamisch, sie ist dennoch ein Musikinstrument und zerbrechlich. Und das ist auch gut so. Sie muss gepflegt und wunderbar behandelt werden. Es ist nichts Monströses und auch schon gar kein technisches Spielzeug. Und ja,
Ich finde diese Orgel wunderbar. Man kann natürlich immer etwas zum Motzen finden. Mir fällt auf, dass es unglaublich viele Laienorganisten gibt, die an allem etwas zum Motzen finden. Ich finde, man sollte zuallererst immer das Wunderbare und Gute sehen. Hier vorne kann man sehen, ist noch eine wunderschöne Rieger-Truhenorgel. Und ganz hinten ist die Walkermeier Chororgel, die ehemalige Hausorgel von Rudolf Scholz. Man sieht hier diese rote Abdeckung.